Hallo, weiter geht es mit unserer kleinen Videoreihe Writing Bull. Ich bin zu Gast bei Blue Byte in Mainz, unter anderem bei Raffi. Hey Leute, freut mich. Du bist unter anderem zuständig dafür, dass die Plätze, wo wir unsere Gebäude draufsetzen, dass sie richtig schön aussehen, sprich die Inseln. Ganz genau, ja. Dass sie so malerisch aussehen. Bist du selber so ein romantischer Typ, dass du dich in deinen eigenen Landschaften, wenn du die schön baust, auch ein bisschen verliebst und dir sagst, da würde ich gerne Urlaub machen? Ja, teilweise schon. Meistens ist, während man dran arbeitet, denkt man immer, das könnte noch besser, könnte noch besser. Aber wenn man da ein bisschen Distanz hat, muss ich schon sagen, gefällt mir schon auch gut teilweise gewisse Stellen. So sieht es in der Postkartenperspektive aus. Ja. Nochmal der Hinweis, kennt ihr aus dem letzten Video, bitte nicht erschrecken über das weiße Quadrat. Mhm. Wir spielen hier mit der aktuellen Arbeitsversion der Entwickler zum Zeitpunkt 14. März 2019, ungefähr über den Daumen einen Monat vor Release. Und was wir euch hier zeigen, das ist ein kleines Let's Play und Let's Talk mit wechselnden Entwicklern. Und wir spielen das Safe Game immer ein bisschen weiter, wobei wir jetzt gecheatet haben, muss ich ganz, ganz offen sagen. Denn in der Pause zwischen dem zweiten und dem dritten Video hat einer der Entwickler hier, Bastian, kennt er hier auch von vielen Livestreams, Bastian Thun, der war so liebenswürdig und hat uns ein bisschen in die Zukunft katapultiert, damit wir auf jeden Fall noch während dieser Videoreihe in die vierte Bevölkerungsstufe reinkommen, in die vierte Siedlungsstufe. Hier haben wir jetzt jede Menge Pelze. Auf dieser Insel, die sind hier drin, im Warenhaus, im Kontor, im kleinen Kontor sind die drin. Die müssen wir noch abholen, denn unser großes Ziel ist ja auf der Hauptinsel, ich wechsle nochmal rüber, das ist unsere Hauptinsel, dafür zu sorgen, dass wir hier die Pelzmäntelproduktion anschmeißen können. Nicht nur Pelzmäntel, überhaupt alles, was mit Pelzen zu tun hat halt. Und dafür brauchen wir wiederum, hier unten seht ihr es, brauchen wir Felle. Die holen wir uns von der kleinen Insel. Baumwolle. Baumwolle und die in Baumwollwebereien gefertigten Stoffe noch. Und die bekommen wir von einer Insel, die ja, glaube ich, sehr hübsch gelungen ist. Die Kolonie, ja. Neue Welt. Lass mal rüber. Ist die neue Welt zu bauen eine größere Herausforderung oder ist das leichter, weil man da mehr Freiheiten hat? Tatsächlich fiel uns das eher leichter, weil die Programme, die wir benutzen, um die Landschaft zu erstellen, die haben besser funktioniert. Das ist ja ein Programm, das benutzt, generiert Erosion prozedural. Und irgendwie hat das in der Colony besser funktioniert. Also da mussten wir weniger nachbessern als in der Moderate, wo halt die Shapes sehr klar sind und halt mehr so diese Berge, wie man es hier kennt. Ne? Und hier ist halt mehr so ein bisschen undefiniert teilweise. Plus man hat den Vorteil, dass man auch dadurch, dass man sehr viele Pflanzen hat, viele Farne, Bäume, auch auf den Bergen viel mehr Bäume und so, kann man immer auch ein bisschen besser kaschieren. Ne? Das kommt auch dazu. Was wir noch machen müssen, wir haben zwei Aufgaben. Eine habe ich, eine habe du. Mhm. Hast du. Meine Aufgabe ist es, ein Schiff rüberzubringen, die uns die Pelze abholt. Ja. Dann lass uns mal kurz schauen, ob wir eine finden. Hier ist ein Schoner, der hat nichts zu tun. Der hat aber nur zwei Slots, ne? Aber es sollte reichen. Sollte ja reichen. Ja. Ne? Den schicken wir mal hier rüber. Auf die kleine Insel, um die Pelze uns abzuholen. Das ist eine vergleichsweise leichte Aufgabe. Die ich dir jetzt gerne stellen würde, ist viel größer. Du kannst dich ruhig schon mal erschrecken. Alles klar. Denn meine Bitte an dich, das ist, ich weiß, es ist wirklich viel, versuch mehr in deutschen Begriffen zu reden. Weil das ist ein internationales Studio und du hast hier viele Kollegen aus fast schon der ganzen Welt, mit denen ihr in Englisch das Spiel entwickelt. Und was, finde ich, auch ein wahrscheinlich sehr spannendes Arbeitsklima hier ist. Auf jeden Fall, ja. Aber wir haben halt hier halt deutsche Zuschauer. Und vielleicht kriegen wir es noch besser hin, mehr deutsche Begriffe zu verwenden. Ich gebe mir Mühe. Ist mir gar nicht aufgefallen irgendwie. Ne? Das habe ich schon gedacht, so normal, dass man... Wie viele aber ich versuch's. Was sind das für Leute, die hier kommen? Wo kommen die her und wieso arbeiten die in einem deutschen Entwicklerstudio? Du selber bist ja auch, man hört es ein kleines bisschen. Ich denke, kommst ja nicht direkt aus Deutschland, aber halt deutschsprachig. Ja, genau. Wie ist das üblich, dass Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen, um ein so doch großes Spiel zu produzieren? Ja, ich glaube schon. Also das meistens kommen die Leute von überall her. Das macht es natürlich auch spannend. Also ist klar, ne? Viele verschiedene Einflüsse, viele verschiedene Ideen. Ja, und ich glaube, in der Branche ist es wirklich üblich, dass die Leute auch viel hin und wieder mal wechseln in ein anderes Land oder so. Das gibt schon. Der Grund, wieso ich hierhin gekommen bin, ist, weil ich gerne an einem großen Projekt arbeiten wollte. Und in der Schweiz, wo ich herkomme, hat es eher wenig, hat es viele kleine, spannende Projekte auch. Aber so die richtig großen Projekte oder mittelgroßen Projekte findet man halt da nicht.
Und ich hatte irgendwie Bock drauf, wirklich in einem großen Team mit vielen verschiedenen Leuten zu arbeiten. Und deswegen hat es mich hierhin verschlagen. Die alltägliche Arbeitssprache ist dann Englisch. Die Versionen, die ihr euch immer anschaut, die sind dann auch auf Englisch. Ja. Das sind auch die Begriffe jetzt hier. Wir schicken jetzt unser Peltschiff hier hin. Ich gebe mal ein bisschen Gas und beschleunige die Zeit hier. Ja, gib mal Gas. Etwas, was du bei deiner Arbeit nicht machen kannst zwischendurch. Nee, leider nicht. Wenn du die Inseln erschaffst, also du bist oder erschafft hast, du hast mittlerweile auch den Arbeitsplatz, den Arbeitsbereich innerhalb der Firma gewechselt. Ja, genau. Aber damit hast du dich halt meistens beschäftigt. Ja. Gibt es da auch manchmal so Arbeitsphasen, die so ein bisschen monoton sind, die nicht nur natürlich, kreativ sind? Natürlich, auf jeden Fall. Also gerade Sachen überprüfen oder in der Polish-Phase, wenn man nochmal alles schauen muss, sind die Minen am richtigen Ort, funktionieren alle Strände, ist die ganze Baufläche, passt die von den Winkeln, dass man da schön bauen kann und so weiter. Wenn man da dann halt alle Inseln so eine nach der anderen durchmachen muss, natürlich, klar, da gibt es auch mal... dass das ein bisschen monoton ist oder so. Aber zum Glück wechselt sich ja das dann immer wieder ab. Ne? Und dann kommt wieder was Neues oder dann kommt ein neuer Arbeitsschritt. Und von daher... Das heißt, es ist zwar ein Beruf, den du vermutlich mal recht gerne ausübst, sonst würdest du es ja nicht machen, aber es ist wie bei jedem anderen Beruf auch, es gibt mal Phasen zwischendurch. Genau, so sieht es aus. Da beißt man für einen kleinen Moment die Zähne zusammen. Ja. Hier kommt auch was Neues an. Ein Schiff ist jetzt hier angekommen, das ist die Rache. Wir klicken hier mal drauf und holen uns, was sollten wir uns hier abholen? Das sind die Pelze, die werden auf der Hauptinsel verlangt. Das heißt, darüber geht es, über diesen Button. Ich habe die Closed Beta viel gespielt, das liegt mittlerweile ein paar Wochen zurück und ich vermute mal, einige unserer Zuschauer schütteln gerade schon den Kopf und sagen sich, meine Güte, ich könnte das doch 10-mal besser. Und wir laden uns, wo sind sie, die Pelze? Hier sind sie, laden uns mal alles ein, was es gibt. Die werden ja hier nicht benötigt, die brauchen wir woanders. Genau, nehmen alles rein mit, was es gibt. Und schicken das Schiffchen jetzt rüber zu unserer Hauptinsel. Hier geht's hin. Und zu unserem Kontor. Und schauen derweil auch im Kontor schon mal nach, wie es hier aussieht. Oh, schon wieder eine Zeitung. Das sieht jetzt aber unangenehm aus. Ja. Wir haben irgendeine Explosion verpasst. Das industrielle Herz unserer Insel wurde gesprengt. Wir haben im Moment nicht aufgepasst und schon liegt die Insel in Schutt und Asche. Es ist Zeit für Propaganda, ne? Und man kann sich noch nicht mal die Probleme wegsaufen, weil der Schnaps auch noch fehlt. Richtiges Worst-Case-Szenario, ne? Ganz grauenhaft. Probleme und keine Möglichkeit, die zu verdrängen. Was würdest du empfehlen? Puh. Hypnose? Ja, in dem Fall würde ich, glaube ich, wieso nicht? Packen wir hier drauf. Schon ist die. Wir hauen einfach alles raus, was wir an Einflusspunkten haben hier. Machen ja alles super gut, veröffentlichen dieses Propagandablättchen und die Leute lieben uns und loben unsere Arbeit. So, jetzt schauen wir mal nach, denn hier Einfluss ausgegeben, hier oben sehen wir es. Wir wollen ja in die vierte Siedlungsstufe reinkommen. Hier drüber, das ist die dritte Stufe, sehen wir die Herausforderung. Das haben wir schon freigeschaltet, Krankenhaus, zwei stehen. Pelzmäntelproduktion schmeißen wir gleich an. Universität müssen wir noch bauen und ein Museum. Und dafür brauchen wir noch mehr Handwerker gleich. Das hier ist die Rache, die ja gerade angekommen ist. Oh, das ging aber flott. Ja, ja, weil ich immer noch in der Fake-Geschwindigkeit dran war. Ich gehe mal runter und entlade hier alles. Gehe wieder raus und wir schauen mal, ob wir jetzt im Baumenü wirklich hingehen können. Und das hier bauen können. Die brauchen wir. Verhändler. Ziehen wir hoch. Ist ja eigentlich egal, wo wir den hinsetzen, denn die holen sich die Güter sowieso von der Importwirtschaft. Genau. Schau mal, hättest du gerne ein Plätzchen, wo du das gerne hinplatzieren würdest? Gibt es irgendwo ein lauschiges Plätzchen? Ich weiß nicht, wo ist denn die restliche Industrie? Die ist hier in der Mitte, da wo die Explosion stattfand. Wo ach so. Qualmt. Ich vermute hier, ne? Schön, ja, das, hier das sieht doch nicht schlecht aus. Hier ist sowieso so viel Dreck schon, da kann noch ein bisschen mehr Dreck erzeugt werden. Auf jeden Fall, da geht noch mehr. So, setzen wir hier hin. Pelzfabrik steht. Wird jetzt natürlich noch gebaut, ist nicht im Handumdrehen da. Hier tickert gleich eine Prozentzahl runter. Und die brauchen im Wareneingang halt Felle und Baumwollstoff. Baumwollstoff verfügbar im Insellager 16. Wir haben ein bisschen vorgespielt, beziehungsweise Bastian hat uns eben geholfen und hat auf dieser anderen Insel, die zeigen wir euch nochmal. Wir gehen rauf in die neue Welt oder rüber in die neue Welt
und schauen uns hier die Insel an. Und hier haben wir ein Charterschiff uns angemietet. Und das bringt automatisch von unserem Konto aus regelmäßig den Baumwollstoff, der produziert wird, rüber in die neue Welt. Sollte eigentlich jetzt schon unterwegs sein in dem Fall, ne? Ja, hat ein bisschen auch schon rübergebracht. Also du meinst, diese Karten, diese Welten sind für dich ein bisschen leichter zu bauen, mehr so aus technischen Gründen? Ja, genau. Mehr aus technischen Gründen. Wie gesagt, diese Schaltung, die wir benutzen in der World Machine, halt schon wieder ein englisches Wort, aber so heißt nun mal das Programm, die hat irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Also wir mussten weniger, wir benutzen ja auch Sculpting-Software teilweise, um die Shapes nochmal abzuändern und so weiter. Und das mussten wir bei der Colony weniger machen als bei der Moderate-Zone. Wie weit kommst du als Entwickler, der sich im Alltag mit so vielen technischen Sachen herumplagen muss, zum selber zocken? Boah, ich zocke eigentlich schon nebenher ganz viel. Also wir haben auch teilweise hier auf Arbeit Slots, wo wir, oder Zeit, in der wir das Spiel spielen können. Wir haben gerade vor ein paar Wochen haben wir auch nochmal ausgiebig, auch eine längere Zeit mal wirklich bis zur letzten Stufe spielen können und so weiter. Und das ist schon wichtig, dass man als Entwickler immer wieder mal das Spiel selber spielt auch, weil da fallen einem so viele Sachen auf die man sonst halt einfach gar nicht kommen würde. Also ist definitiv ein wichtiger Faktor, dass man da immer wieder mal selber noch eine Runde zockt, definitiv. Und wir sind in der neuen Welt, müssen aber eigentlich in der alten Welt einige Dinge erledigen, ja, und genau. Springen wieder rüber und sind jetzt hier vorne. Genau, und sind ja unterwegs mit unserer Pelzwarenproduktion. Hatten eben eine Fabrik hier oben hingesetzt. Da, wo es raucht. Da, wo es raucht, ja. Und qualmt und stinkt. Was ein bisschen den Blick versperrt auf die Gebäude. Kränkt dich das nicht manchmal in deiner professionellen Ehre, dass die Gebäude, die du mit so wahrscheinlich mit Drecktexturen, Dreck verliebt zugekleistert hast, dass man die kaum sehen kann durch den ganzen Qualm? Och, naja. Ich meine, das hilft, also der Qualm, der hilft ja irgendwie zur Atmosphäre beizutragen. Ja. Also das Gesamtbild, finde ich, wirkt so besser und von daher. Insofern ist alles gut. Schon. Alles gut. Also das sind die Pelzmittelproduktion, läuft jetzt ja endlich. Ah, das hatten guck wir. Mal, da kommt das. Oh, tatsächlich hier. Da kommt ein Karren rüber und holt die Pelzmäntel ab. Und die nächsten Schritte, die wir brauchen, um weiterzukommen, sind Universität mittlerweile da. Wir haben genug jetzt an Handwerkern da, sodass die Uni freigeschaltet worden ist. Und ein Museum können wir auch bauen. Das Erste, was wir machen, ist die Uni zu errichten. Mhm. Wofür ist die gut? Die Universität, die, ich glaube, das ist für T3 oder was war es nochmal? Ja, wir sind schon am Ende der dritten Stufe, genau. Genau, dass die zufriedener sind. Das ist wie ein Pub oder so. Die wollen halt ihre Kinder, nehme ich mal an, zur Universität schicken können. Damit die ähnlich wie im Pub da auch schön feiern und schön saufen können. Ja, genau. Du hast anscheinend beim Studium ähnliche Sachen wie ich erlebt. Ja. Auch hier achten wir wieder darauf, dass die Universität mit grünen Wegen verbunden ist zu möglichst vielen unserer Gebäude. Weil das zeigt uns an, Bedürfnisse werden befriedigt über diese Wege. Da kann man ein bisschen dadurch auch helfen noch, dass man die Wege besser ausbaut. Dann sind genau. Aber wir können durchaus hier an den Rand hinstellen. Ich glaube, eine reicht auch. Ich scroll noch mal ein bisschen weiter raus. Eine hier ziemlich großen Radius, sage ich. Da kann ja gar nichts anbrennen. Wir stellen hier einfach hier ganz oben an den Rand. Universitäten sind ja auch wirklich im wirklichen Leben auch ein Stück manchmal am Rand der Stadt. Ja. Da steht sie jetzt. Schauen wir uns auch mal aus der Nähe an. Ist das eine Sternenguckerstation, ja, hier? Ja, genau. Genau, hier sitzt jemand innen drin. Schade, dass wir nicht reingucken mitten können. Mitten am Tag, ne? Und schaut sich die Sterne an. Lichtverschmutzung, da haben wir es noch kein Problem. Eine große Turmuhr, dreht der Zeiger sich? Das gibt es wahrscheinlich eigentlich erst beim DLC, ne? Dass die Zeiger sich drehen. Ich weiß nicht, ob der sich momentan dreht. Nein, dreht sich nicht. Alles gut. Und ja. Also eigentlich sollte das Ingame-Zeit sein. Also nicht Ingame, echt? Also die Rechnerzeit. Das wäre ein Ding. Aber es hat mal nicht mehr funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Ah, ja. Viertel nach drei. Könnte etwa hinkommen. Könnte in etwa hinkommen. Ich zeichne das ja am Nachmittag auf vom 14. März und wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung.
Raffi, du wirst gleich einen Wechsel haben. Gleich kommt noch ein nächster Entwickler für die Fortsetzung davon. Dann setzen wir noch das letzte Museum hin, das letzte Gebäude, das Museum des Verbrauchens für den Sprung in die nächste Bevölkerungsstufe. Das alles im nächsten Video dann. Und wie gehabt schon, falls euch irgendwas nur interessiert zu Anno 1800, hier ist die Playlist. Könnt ihr gerne auch mal nachschauen. Vielen Dank, viel Glück für die und viel Erfolg in den letzten Metern und Wochen der Entwicklung. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.